An diesem ungewöhnlich kalten Tag in Madrid im März 2015 ist die Theatergruppe Voces, das ist Spanisch und heißt Stimmen, dabei, in der Cañada Real Galeana ein improvisiertes Theaterstück auf die Straße zu bringen. Wir befinden uns südöstlich der spanischen Hauptstadt, im größten Slum Europas. Und die Darsteller im Straßentheater sind nicht ausschließlich Profis, sondern auch Bewohner des Ortes selbst. Ziel der Aktion ist es, gemeinsam mit der NGO Secretariado General Gitanos die Geschichte dieses Ortes szenisch darzustellen. Die dargestellten Figuren sind die Persönlichkeiten der Geschichte des Ortes, vom Schafhirten bis zum König Alfonso, vom rumänischen Sinto bis zum heutigen Immobilienspekulanten. Der illegal entstandene Ort befindet sich mehr als 15 Kilometer lang auf der historisch-königlichen Viehdrift Cañada Real und beheimatet geschätzte 10.000 Einwohner. Die meisten Ansässigen bangen um ihre Existenz, aber vor allem fürchten sie den drohenden Abriss ihrer Häuser, die hier im Laufe von 60 Jahren ohne Genehmigung entstanden sind. Die Theateraktion will die Menschen auf die Straße bringen und soll sie animieren, sich für ihre Rechte einzusetzen. Viele der Bewohner sind skeptisch, verharren an jenem Tag im März lieber im Schutz ihrer Häuser, verbergen sich und beobachten das Spektakel. Die berühmte Almodóvar-Darstellerin Cecilia Roth ist eine von vielen Schauspielern, die sich hier bei Voces engagieren, um den Menschen der Cañada Real Galeana eine Stimme zu geben. Gemeinsam mit der Sozialarbeiterin Mika ist sie im Gebiet unterwegs, spricht mit den Menschen, macht Aktionen und versucht, wie wir, deren Situation zu verstehen. Die Cañada Real Galeana ist ein Ort, der von hohen Mauern geprägt ist. Mauern, die den Bewohnern dahinter eine scheinbare Sicherheit gewähren. Die Straße, der öffentliche Raum, ist hier kein Ort, wo man sich sicher fühlen kann. Und so verändert sich in unseren neuen Wahrnehmungen auch unsere einstudierte Überzeugung, was einen öffentlichen Raum eigentlich ausmacht. Hier gibt es keine Kommunikation, kein Verweilen. Als vor mehr als 60 Jahren andalusische Arbeiter das illegale Siedeln hier begannen, waren es zunächst einzelne Bauernhäuschen, die die historische Viehdrift prägten. Den Andalusiern folgten rumänische Sinter und später im Zuge des Baurums der 2000er Jahre marokkanische Arbeiter, die schließlich nach dem Platzen der Immobilienblase hier strandeten. Bei unseren zahlreichen Besuchen in der Cañada lernen wir viele Menschen kennen und wir dürfen ihre Gastfreundschaft erfahren, so wie jene Geribas, die uns bei einem Tee in ihrer kleinen Hütte, die sie gemeinsam mit ihrem Mann Ahmed bewohnt, die lange und schwierige Geschichte ihres Lebens hier am Ort erzählt. Die Realität der illegalen Siedlung ist hart. In den nahegelegenen Müllbergen suchen die Menschen heute mit Recyclingwirtschaft ihr Auskommen. Die Schabolas, einfache Hütten, sind aus Abfallmaterialien erbaut. Die fehlende Infrastruktur lässt die Menschen erfinderisch werden, um im täglichen Leben zu bestehen. Hier entstehen pragmatische Problemlösungen, die den Alltag bewältigbar machen. Improvisation ist alles, um in der Cañada zu überleben. Dort, wo der historische Viehdriftweg aus der Stadt hinausführt, wird die Landschaft malerischer und der Weg wandelt sich zur Freizeitstrecke, die mittlerweile auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes steht. Das lange Wegegeflecht der königlichen Viehdriften zieht sich über 120.000 Kilometer durch ganz Spanien. König Alfonso schützte seit dem frühen Mittelalter die sogenannte Mesta, die Vereinigung der Schafzüchter, die die wertvollen Merino-Schafe quer durch Spanien von den Winter- auf die Sommerweiden trieben. Lange bildeten sie die Grundlage des großen Reichtums Spaniens. Auf der Suche nach den berühmten Schafen waren wir auf der Cañada Real außerhalb der Stadt unterwegs. En el río Manzanares había Wir fragen den Schäfer, was die heutige Viehdrift in Spanien noch ausmacht.
Er sagt uns, dass diese mit der Erfindung der Eisenbahn und dem Transport der Schafe auf die Schiene ihr Ende fand und damit die Wege, die Canyados, an Bedeutung verloren. Und wenn er mit Muli, Hunden und Schafen allein ist, sei das Smartphone seine Verbindung zur Welt. Die Cañada Reales sind ein kulturlandschaftliches Relikt, das es in Spanien auf andere Weise wiederzuentdecken gilt. Zurück in Madrid stellen wir uns die Frage, mit welchen analytischen und planerischen Fähigkeiten wir einem solchen Ort als Landschaftsarchitekten begegnen können. Im Gespräch mit den Menschen wird schnell klar, es gibt viele Wünsche und Ideen. Die NGOs begegnen diesen mit vielen partizipativen Aktionen und versuchen auf diese Weise den Bewohnern zu helfen. Seit 2016 hat die neue Stadtregierung von Podemos einen eigenen Beauftragten für die Cañada installiert. Immerhin. Wie die Versammlung von Kindern bei einer Beteiligungsaktion deutlich macht, sind die Ideen vielfältig. Ich wünsche mir einen Park mit einem Schwimmbad. Wir brauchen Krankenhäuser und bessere Straßen. Alles andere als versponnen sind diese Wünsche. In studentischen Arbeiten haben wir uns der Aufgabenstellung angenähert, haben die Orte analysiert und gemeinsam mit Kollegen der TU München, Ignacio Farias und Thomas Criado, anthropologische Untersuchungen durchgeführt. In Workshops mit den Bewohnern haben wir diese motiviert, uns ihre Geschichte zu erzählen. Daraus sind erste Pläne, Skizzen und Perspektiven entstanden. Ideen, die mit einfachen Mitteln den Bewohnern zu einer Autarkie und Eigenständigkeit in deren Welt verhelfen sollen. Ideen, die auch von NGOs wie Todo por la Praxis oder Arquitectos Sin Frontera am Ort initiiert wurden. Erste Projekte zeigen Eigeninitiativen. Neben dem neuen Fußballplatz sind es die Gärten der Marokkinos, die demonstrieren, was hier eigentlich alles möglich ist. Dies lässt hoffen, die Cañada lebt.